Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Tag, eine wundervolle Woche bisher zumindest, so die ersten Tage. Und ja, heute gibt es tatsächlich 11.9 Patch Notes und ich werde jetzt wieder, naja, also regelmäßig was hochladen. Ja, also so, ich habe erstmal gedacht, so alle 2 Tage, ne? Schauen wir mal, wie es läuft. Auf jeden Fall gibt es heute die Patch Notes natürlich. Mit euch, mit mir, wir beide zusammen. Also ihr, ne, und ich und so. Und ja, wir schauen mal, was so geht quasi, ne? Denn, naja, wir fangen mal an mit Diana. Diana ist aktuell sehr stark im Jungle gewesen und das gefiel nicht so vielen Leuten. Ja, sie wurde immer wieder so ein bisschen gebufft tatsächlich. Und deswegen sagt man sich jetzt, okay, ne, ein bisschen, wie sagt man, die Pferde zügeln oder so, ein bisschen runterkommen, ein bisschen beruhigen. Das heißt, wir haben ein bisschen weniger Armor, Scaling Armor Growth von 3,6 auf 3,1 und auch das Health Regen von 7,5 auf 6,5 und das Moon Silverblade hat im Early Game jetzt nur noch 15% statt 20%, das heißt, ja, sie ist nicht mehr ganz so tanky. Ich meine, ganz ehrlich, jeder von uns hasst Tanks. Nein, nicht jeder von uns, aber ich spreche einfach mal für alle. Jeder von uns hasst Tanks. Ist so. Niemand. Ich meine, wenn wir uns entscheiden könnten, hey, ein spannendes Match, jeder Damage zählt, wenn man einen Damage zu viel bekommt, dann könnte schon der Tod sein. Oder hey, ich habe 12.000 Leben, 1 Million Rüstung und mach 3k Damage. Gut, Dr. Mundo, da sind wir auch schon, Leute, meine Freunde. Dr. Mundo ist nämlich genau das. He's exactly that. Ja, der ist zu tanky und der wurde jetzt auch schon buff, nerf. Und er hat dann gesagt, okay, wenn der im Late Game ankommt, der Bruder, ist der zu lila. Und deswegen haben sie was gegen die Lilanes gemacht. Der ist zu ultraviolett. Weniger Armor, 0,5 pro Level und weniger AD, 0,5 pro Level. Das ist gut, denn niemand mag Tanks. Alle hassen Tanks. Garen, meine Freunde. Garen steckt seine W hoch und ist dann tanky. Wir gehen nach Newton, nach Tobis Newtons Gesetz der Gleichmäßigkeit, und zwar besagt das, alle hassen Tanks. Und deswegen wird hier der gute Garen genervt. Er kriegt pro Stack, er kann ja mit seiner W Monster farmen und dann kriegt er, also für seine W, und dann kriegt er Stacks pro Minion, den er killt. Aktuell waren es 120 und 0,25 Armor Magieresistenz pro Minion. Jetzt wird das Ganze auf 0,2 reduziert, die du pro Minion bekommst. Das heißt, du brauchst 150 Minions. Du kommst auf den gleichen Wert, es sind 30, aber du brauchst mehr Minions. Top. Alle hassen Tanks. Tobis Gesetz der Gleichmäßigkeit. Deswegen wird auch dieser Tank genervt. Ich meine, okay, Gragas spielt man auch oft auf AP und so, aber der wird gerade sehr viel gespielt, also im Pro-Play vor allem. Das ist immer Pro-Play, ne? Top-Lane, Jungle, Support, den kannst du überall spielen, den Boy. Wollen wir nicht, deswegen nervt. 20 weniger Damage auf der E tut weh, aber im Early Game bleibt der Damage gleich, deswegen ist es noch okay. Es ist okay. Hecarim, alle hassen Tanks. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber it is what it is, sag ich immer, ne? Er ist sehr tanky gewesen, beziehungsweise alle haben ihn auf Full Tank gebaut. Ja? Hecarim wurde viel gebannt, wurde auf Full Tank gebaut, ist ein Pferd. Ja? Und wir haben vorhin schon gesagt, die Zügel runterkommen lassen, ne? Ruhig mit den Zügeln. Deswegen weniger Rüstung, weniger Rüstung, kriege ich aber mehr Rüstung pro Level dazu, das heißt, es gleicht sich so ein bisschen aus. Allerdings hat man sich gesagt, hey, wir wollen Hecarim anders machen, weil er wird viel gebannt und wir wollen gucken, dass man ihn spielen kann. Was können wir machen? Er wird auf AD umgemünzt. Ich finde auch, er ist ein Off-Tank, kein Full-Tank, er ist ein Off-Tank, er ist ein Pferd. Ja, habt ihr schon mal ein Pferd mit einer Kettenrüstung gesehen? Ja, habe ich schon mal gesehen. Ich glaube, Byzantiner haben mit Pferden mit Kettenrüstung gekämpft. Die waren super langsam und langsame Pferde. Ich meine, da kannst du gleich mit dem Auto fahren, oder? Ja, auf jeden Fall. Damage ist jetzt so. Die Q hat weniger Damage. Also beziehungsweise die Sexy ist ja hoch und der prozentuale Bonus, den du pro Stack bekommst, wurde reduziert von 5 auf 2. Das ist kacke. Allerdings kriegst du jetzt pro 33 Bonus AD 1% dazu. Ist im Early Game natürlich scheiße, weil du keine Bonus AD hast, aber im späteren Verlauf, wenn du viel AD baust, könntest du über diesen Wert sehr schnell hinauskommen. Das heißt aber, du musst AD bauen. Ja? Spirit of the Dread ist so ähnlich. Das Ding ist ja, du machst es an, alle kriegen Damage und du heilst dich dafür. Das wird entfernt, beziehungsweise es wird geändert. Das ist eigentlich, ne, removed klingt so hart. Wir removen es, um es eigentlich wieder hinzuzufügen. Ich glaube, hier wollte nur irgendjemand diesen No More Horsing Around Joke bringen. Ich wette, die haben sich so gesagt, okay, wir brauchen erstmal coole Namen. Irgendwer? No Horses? Sonst wer? Irgendwer? Horsing Around? Ja, geht noch ein bisschen besser. No More Horsing Around. Okay, jetzt brauchen wir nur irgendwas, das wir entfernen können, damit wir diesen Effekt reinmachen können, damit es da steht. Weil, lass uns ehrlich sein. Im Prinzip ist es dasselbe, nur dass es jetzt mit 40, beziehungsweise es kriegt, es geht mit Bonus-AD, ja?
Ihr kriegt mehr Prozente durch Bonus-AD und es ist der Schaden, den Hekarim an die Ziele around macht, was vorher auch so war. Allerdings, so wie es hier steht, kann jetzt auch Verbündete, wenn Verbündete Damage an den Zielen machen, heilt ihr euch dadurch auch. Allerdings nur um die Hälfte. Vorher war es nur für ihn. Ist nett. Es ist nett. Aber ob man jetzt hier gleich, Leute, new, es ist fucking new, ob man es als new verkaufen kann, ich glaube nicht. Lass uns ehrlich sein, ich glaube nicht. Devastating Charge wurde auch genervt, macht weniger Damage und Leute, das schmerzt, Alter, von 310 auf 220. No more horsing around, sage ich. Ja, Heimerdinger, mag niemand, wird deswegen genervt. Weniger Damage auf Rockets, weniger Damage auf Rockets, so 30 weniger, tut weh. Mag beim Maximum Damage. Jinx hat mehr Schaden gemacht, als sie eigentlich sollte. Der Damage bei ihr war bei 200%, ist jetzt bei 175%, war ein Bug. War ein Bug? Bug-Abuser mag keiner. Kayn ist kacke auf Darken und deswegen wird Darken gebufft. Scaled bisschen mehr mit Total AD. Ist nett, ist cool, ist nett, ist cool. Sehr cool und nett. Kindred spielt niemand und ist auch, na, eine Vase im Jungle. Sie ist eine Vase, eine springende Vase. Cooldown wird reduziert von 9 auf 8, das ist sehr huge. Ich habe ja Kindred ein bisschen gespielt, ist huge. Und Bonus Damage von 140 auf 60 ist auch huge. Ist beides sehr cool, sehr cool. Ob das reicht? Aber ist cool. Ja, hier muss ich mir an den Kopf fassen, das mache ich jetzt auch. Was, wie fässt man sich eigentlich in den Kopf, wenn man sagt, ich muss mir an den Kopf fassen? So? Oder so? Oder so? Oder so? Oder vielleicht so? Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall fasse ich mir an den Kopf. Denn erstmal, ja, hier wird gesagt, Kog'ma spielt niemand, deswegen buffen wir ihn. Grundsätzlich die Argumentation, kann ich folgen, würde ich hinterherlaufen. Aber niemand mag Kog'ma, niemand. Denn Kog'ma ist kacke. Also, Toxic-Kacke. Ja, der one-shottet AOE alle Gegner weg. Muss nichts dafür tun, außer W drücken. Seine Q wird gebufft, gibt mehr Resistenzreduzierung und sein Void-Ooze kostet weniger Mana. Ist jetzt nicht huge. Kleine Buffs würde ich grundsätzlich erstmal mitgehen. Gehe ich mit. Allerdings wird auch Lulu gebufft. Wer hat sich das ausgedacht? Lulu und Kog'ma untereinander zu buffen? Das ist halt wirklich lebensmüde. Also das hier hält sich echt in Grenzen. Das ist auch nur in Grenzen, aber ne, so it begins, sage ich mal. Whimsy hat jetzt eine Sekunde weniger Cooldown. Ist nett, ist cool, ist nett. Und gibt mehr Attack Speed im Early Game. Ist cool, ist nett, ist cool. Im Late Game nicht. Hält sich beides in Grenzen. Lass uns ehrlich sein. Morgana, jedes Mal, wenn ich stream, sagen die Leute, Tobi, spiel Morgana Jungle. Spiel Morgana Jungle. Nee. Nein. Und Morgana Jungle wird genervt. Hat jetzt weniger Damage mit der W gegen Monster. 15%. Ist immer noch ziemlich viel. Reicht. Rumble. Rumble ist nicht mehr ganz so heiß. Schade. Macht jetzt weniger Overheat On-Hit Damage. Statt 10,50 und 30 macht er 45, 25. Weniger. Zed wurde... Ja, niemand mag Tanks. Das Gesetz der Gleichmäßigkeit. Alle hassen Tanks. Zed wurde genervt damals schon öfters und jetzt wird er so ein bisschen mehr in die AD-Richtung gebracht. Genauso wie bei Hekarim quasi. Das heißt, er scaled mit seinem Haymaker mehr auf AD. Unterstütze. Ich bin Unterstützer dessen. Und sein R, The Showstopper, wird ebenfalls um 20%. Das sind huge Buffs. Huge Buff. Wenn ihr viel AD baut, huge Buff. Shen. Tanks mag niemand. Leute, es sind so fucking viele Tanks. I'm loving it. Ja, auf jeden Fall Schild ist schwächer, weil ich sag immer wieder, Shen ist der beste Tank. Boah, ich hab Hunger. Verdammte Axt im Himmel des Jordans. Shen ist der beste Tank, weil du einfach überall, du kannst Leute ohne Ultimate killen. Du hast zwar keine, aber du kannst sie auch einfach ohne killen. Du machst super krassen Damage. Du kannst escapen und du kannst sogar deine Monkeys im Team einfach unterstützen mit einem super gigantischen Schild. Ja, das Schild ist jetzt schwächer. Ordentlich schwächer, aber hält sich in Grenzen schwächer. Aber ordentlich schwächer. Ordentlich in Grenzen schwächer. Taric hat weniger Mana-Kosten, hat weniger Mana-Kosten. Trundle ist immer so ein Hin und Her. Dieser Spell wird schon 1000 Mal gebufft und genervt. 1000 Mal. Und jedes Mal, wenn er gebufft oder genervt wird, sage ich das. Dass es schon 1000 Mal gebufft und genervt wurde. Und what the hell is happening? Ne? Jetzt hat es wieder mehr Slow und ich garantiere euch an dieser Stelle, dass es bald irgendwann wieder weniger Slow hat. Ja? Das garantiere ich. Ohne Quittung, 100 Jahre Garantie. Wladimir. Wladimir wurde letztes Mal huge buff. Und jetzt zu huge ein bisschen, gehen wir ein bisschen zurück. Nicht ganz so sehr zurück. Ja, wir gehen etwas zurück. So zwischen Buff und Nerf, dazwischen sind wir jetzt. Ja, statt auf 4 kommen wir auf 4,6. Ne? Ist nett. Ist nett. Ist nett. Xerath mag niemand. Wird aber gebufft. Weil ihn halt man nur auf Support spielt. Und er scaled jetzt besser mit AP. Das heißt, er macht ein bisschen weniger Base Damage, was schlecht für Supporter ist, aber gut für Midlane. Und hat plus 10% AP. Scaling. Huge Buff. Sehr cool.
Sehr, sehr cool. Auch sein Eye of Destruction macht mehr Schaden, und zwar hat es 20 mehr Base Damage. Und wenn ihr Enhanced Base Damage, das heißt, wenn ihr die Mitte trefft, dann macht das Ding 33 Schaden mehr. Huge Buff, huge Buff. Dennis' Platte, Tanks hasst jeder, weniger Leben. Death Dance, boah, ich hab fucking Hunger, holy shit. Death Dance hat, ich werd Sativa. Kann mir jemand was vorbeibringen? Bitteschön, dankeschön. Er hat weniger, beziehungsweise gibt mehr AD, weil es kacke ist, das Item, und gibt mehr AD. Armor. Boah, Leute, ich kann mich nicht konzentrieren. Muss konzentrieren. Mehr AD, mehr Armor. Moonstone Renewer hat mehr Heal. Schwierig. Prowler's Claw. Prowler's Claw ist so, dass die Leute, wenn sie mitten in ihrer Combo Prowler's Claw drücken, wenn sie neben das Ziel geklickt haben, hat das nicht aktiviert. Macht Sinn. Wenn du das Ziel nicht anklickst, wird es nicht aktiviert. Und, naja, ich meine, klar, in der Hitze des Gefechts kann es mal passieren, dass man daneben klickt, aber grundsätzlich funktionieren Items, dass man das Ziel anklickt, so funktionieren auch Spells. Und dann das Ziel angreift, ja? Kein Ziel, kein Damage. Also zielst du das Ziel nicht, zielst du, kriegst du kein Damage. Und jetzt ist es so, selbst wenn du ein bisschen daneben klickst oder in der Nähe, dann sucht es sich den nächsten Champion, ja? Es ist nett. Ich sag mal so, jemand, der es öfters baut, würde jetzt nicht sagen... Ich würde es nicht von der Bettkante stoßen. Ich würde es Prowler's Claw mit ins Bett nehmen. Aber ich würde es an die Bettkante platzieren, tatsächlich. Ja? Also weiß ich nicht. Ist nett, es ist nett. Sunfire wird gebufft, allerdings nur gegen Monster. Macht 50% mehr Damage. Huge Buff. Huge Buff für Tanks. Wirklich. Holy shit. Jungle Clear, insane. Turbo Tank Tough wird gleichzeitig genervt. Das Ding wird schon 12.000 Mal genervt. 12.000 Mal. Keine Ahnung, wer das noch braucht. Ich würde es zur nächsten Kirmes, nicht Kirmes, sondern Flohmarkt mitbringen und verkaufen. Witz End wird gebufft, macht jetzt 40 AD und baut sich aus einem Longsword anstatt aus einem Dagger. Ansonsten, ja, es gibt irgendwelche Icons, cool, Shurima ist cool, Bugfixes sind cool, neue Skins und Komas, Conquer Jacks, ja, cool. Hier irgendwelche DVGs kennen, die sind tatsächlich cool aus. Boah, ich hab so Hunger. Conquest, ja, ansonsten hier die DVG-Skins. Ja, das war's, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch in Zukunft auch wieder hier öfters. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen. Ich habe euch lieb und ich werde jetzt was essen. Tschüss.